aufhören, Hetze. Er ist wieder da. Wieso? Wie lässt er denn nicht? Ich finde Mais und Kacke immer noch ziemlich gut. Wie gesagt, da sieht man mal, was das für ein Überlebenskünstler ist, so ein Maiskorn. Yuzen ist ein Maiskorn? Yuzen will als Maiskorn wiedergeboren werden. Ey, das wäre doch richtig ein vielseitiges Leben, oder? Entweder wirst du Sojenasch oder du wirst ein Popcorn. Ja, erstmal wächst du auf mit ganz vielen Brüdern und Geschwistern neben dir. Das ist auch schon ziemlich geil. Boah, nee, Mann, Alter. Ich bin so ein Einzelkind, du kennst das nicht. Ich brauch das. Oder waren wir hier schon? Ich wäre ein Körnchen am Maiskolben. Alle anderen hätte ich absorbiert. Einfach so riesen Maiskorn einfach. Ja, ich glaube, wir waren die sind ganz vielen Viecher, die wir von hier oben weggeschossen haben. Will ich noch Muni, Leute? Pampa Muni? Dann lockst du doch rüber. Hier liegt ein Kreuz, David. Oh, da bist du. Ja. Mann, wer schießt denn auf mich? Seid ihr behindert? Mann, wenn du dich immer genau hinstellst, du dagegen hast, dann hauen doch um die. Ja, hier kommen noch welche. Ah, ich bin down. Mann, man kann sich auch nicht eine Sekunde heilen. Er macht das schon. Stehst doch schon wieder. Heil, Frank. Alter, ich seh die auch nicht so wirklich, Alter. Nur wenn ich aufstehe, die können die Machete nehmen. Auf einmal sind sie vor mir, Alter. Ich stehe neben dir, Jusen. Jetzt kommen sie auch von allen Seiten. Alter! Okay, Waffe ist leer. Achso, mit dem maximalen Schlitzen. Ah, hier leben immer noch welche. Wollt ihr die nicht zusammen abräumen? Dass wir da. Das Ding kriegt. Und wir use noch einer. Ja, da hast du recht, Alex. Mann, Alter. Ich bin hier nur am Stern gerade. Oh shit. Und immer wenn ich kurz mich medizin möchte, Alter, kommt der einen so ein Motherfucker. Ja, dann macht das doch mal taktisch abwechselnd, dass ihr nicht alle gleichzeitig euch heilt, sondern nach und nach. Zwei erhalten Wache, einer heilt sich und dann. Ja, muss man das ja vorher sagen. Ich guck ja schon die ganze Zeit. Das ist das große Problem, man an macht User. Na, bei mir heilt sich das schon langsam auf, alles gut. Wir können hier die Viecher mal schnetzen, damit wir ein bisschen mehr Rüstung haben. Achso, aber die anderen beiden habe ich glaube ich schon geschnetzelt. Oh, das ist freundlich. Ne, ich wollte die Sachen aufnehmen. Ob die. Freut mich, dass ich eure Kommunikation verbessern konnte. Ja, super. Auf jeden Fall unterstützt du die aufs Unermessliche, ja. Hier liegen noch Tabletten und Essen. Und nochmal Muni. Hey, bei Peiler hier, den können wir schnetzeln. Ja, den in der Ecke auch noch. Den hier. Auch den, ja, stimmt. Also ich würde es gerne sehen, wenn ihr ihn Cordon blüht. Ne, wir machen nur Schafschick, Digga. Jetzt noch ein David, oder? Der hier, wa? Der in der Ecke, ja. Jetzt muss Jusen auch anlassen, so. Ja. Jeder darf mal ran, hier schneide ich ein Stück ab den Weg. Dann warte kurz, ich will mir das ganz schnell anlegen. Das tue ich. Einer muss aufpassen, wenigstens. Okay. Habe ich irgendwo Batterien? Wo liegen, wenn denn Batterien, wenn man welche hat? Der macht die, benutzt Batterien, glaube ich, automatisch. Oh, okay.
Naja, dann halt mit der leeren Knifte, aber wir sehen wenigstens was. Er hält sie jetzt natürlich die ganze Zeit hoch. Ist das ja scheiße. Okay, dann egal, Leute. Taschenlampe wieder aus der Hand nehmen. Wäre echt friendly. Danke. So ist cool, ne? Ich kann sie auch nicht ins Visier nehmen. Ist das scheiße. Naja, egal. Ach nee, Quatsch. Du musst dir wieder ein Feuerzeug ausrüsten, wenn ich das benutzen will. Das wird nicht. Ach nee. Der chillt auf der Leiter. Ja, aber ich glaube, hier geht's weiter. Da, wo du bist, kamen wir her, oder? Ja. Ja, ich hab nur geguckt, hier war noch Kochkopf für mich. Hier ist keiner. Oh! Doch, ein Riesenvieh. Hat jemand eine Granate oder so? Ja, klar. Warte. Weg da! Gut, ich habe gerade eine reingeschmissen. Wenn einer sonst. Ja. Es sah so aus, als würdest du sie aufschmeißen. Ich wollte sie mit dir zusammenschmeißen. Dann sag es doch! Ja, ich wollte es ja so machen, aber das sah so im Inventar so aus, als würdest du sie gleich schmeißen. Aber du hast sie, glaube ich, noch rausgenommen. Muss ich doch nicht. Außerdem habe ich User abgeschlossen. Klassisch. Sollte von deinem Kopf so abspringen. So, jetzt ist auch noch Physiker hier, der Typ. Oh! Du Wichser, ich hasse Menschen wie dich, Alter. Ist ja nicht mal Mensch. Okay. Für die ist alle, Leute, Hilfe. David hat sich gerade hingehockt. Also. Es hilft euch dann nicht. Okay, hier ist sonst nichts mehr weiter, oder? Hier sind noch Tabletten. Ich bin jetzt Mr. Revolver, Alter. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wo ist denn der neue Bogen? Hier ist eine Feldration. Weißt du, wenn man eine Feldration will? Yam yam, trocken und so. Oh, hier, Gegner! Das ist ein Revolver-User, du musst nicht vor dem Gegner stehen. Noch ein Gegner? Ja, der stand auf einmal vor mir. Der hat sich als Tropfstein getarnt. Mhm. Hast du die Gefühle gehabt? Okay, wollen wir die kurz ausnehmen oder was? Oder nicht? Oder erstmal weiter kicken? Mal das kicken und das können wir so ausnehmen, oder? Hier ist Peter schon mal? Hier ist nämlich noch einer. Gerade. Oh, keine Muni mehr für die Scheißdreh. Will mal einer einen Pfeil aus der Schulter ziehen? Danke. Das ist, glaube ich, von mir gewesen. Okay, wollen wir Petersen hier machen oder was? Mhm. Na, let's go. Schnibbel, schnabbel. Der andere war hier hinten. Und der andere war hier hinten. Kurz mal ausrüsten, Freunde. Na, dann mach. Gudi. I'm back in the game. Mal kurz was essen. Aber mir sieht's gut aus. Ich pass auf, dass kein
Ein bisschen Katzenfutter. Mörderfugger kommt. Davon gibt es nämlich einige hier. Die schenken eigentlich gar nichts. Ah, ich glaube da vorne, wo David gerade alleine war, hier links, da habt ihr doch zwei getötet gerade, oder? Nein, also nicht hier, sondern da, auf der anderen Seite. Genau da, wo David jetzt ist. Ist aber der war doch normaler. Den kann man doch nehmen. Genau. Alles kommt nicht ran. Jetzt. Ich hätte gedacht, das wäre ein Normalo. Ein Normalos sind hier, glaube ich, nicht drin. In der Höhle gibt es keine Normalos. Außer wir. Wir sind aber dafür unnormal, normal. Ja, normal, ne? Doch, hier waren wir doch schon mal. Das erinnert mich voll an irgendwas. Kann man das abbauen da, das schwarze Zeug oder was? Nö. Noch nicht. Weil Leute, guck mal, dieses Quadrat hier, drei Bauarbeiter oder mehrere hier vorgehabt. Ja, wir hatten aber auch schon mal eine Höhle, die gleich war. Ja, es gibt überall so viel. Aber ja, kann gut möglich sein. Da ist gratis viel. Oh, Babys. Das tut. Ich würde die mitnehmen und klar. Können wir ja leider nicht. Das ist die große. Na Rudi. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Ich denke. Dam di dam di dum. Schon fast, ne? Nö. Außer dass es scheiße duster ist, ist ja nichts. Okay, oh. Gegner. Ja, ein bisschen was von IM Left, dass die da in der Dunkelheit so rumstehen. Mal schön aufpassen, Leute. Ihr habt lange Schwerter in der Hand. Jo. Oh, hier ist ein Gegner. Oh, ich stelle so an, ob da hin. Ach, David. Ja, David musst du erstmal wieder ein bisschen machen. Na los, dann. Oh. Den jetzt auch. Vielleicht wird schon wieder einer an, ne? Also ich hätte es mir gut vorstellen können, sagen wir es so. Den hatten wir schon? Den hat David bestimmt. Ja, aha. Den hat David. Hier, den hier. Ja, Entschuldigung. Nee. Macht einen Dollar in die Lootkasse. So. Schnell anziehen. Cool, ist schon wieder was.
Ist der tot? Nee. Oh, doch. Ach doch. Heute ist ihn einfach schon wieder das Ende. Beachtet es. Wusste immer, dass Jusen eine grausame Ader hat. Die lässt er im Spiel voll raushängen. Naja, sonst töten sie ja mich. Da oben ist was gelaufen. Beim Licht. Eine Rave Party oder was ist da gelaufen? Eine Disco. Alter! Okay, ist das okay. Okay, fangen wir Peter an oder was? Alter, ich hab gerade gedacht, ich krieg ihn nicht zum Ausweiden. Wo da hinten das rote Licht könnt ihr nicht mitnehmen? Das habe ich geworfen. Das ist eine Flare, hier ist noch einer. Rein da mit dem Messer. Messer rein, Gedärme raus. So, warte mal kurz, ich will kurz ausrüsten. Ich will einfach mit der Haut ausrüsten. Josen hat zu viel roter Drache geguckt. Da muss ich immer die Haut anziehen. Hoffen, dass er sich nicht den menschlichen Tausendfüßler zu Hause anguckt. Baby. Oh, Baby. Also wenn er zu dir kommt und meint, er hat eine super Methode gefunden, essen zu sparen, dann weg. Ich will mir die Idee wenigstens mal anhören. Wenigstens mal anschauen. Es ist tot, Jusen. Glaube ich nicht. Es hat sich nur bewegt, guck. Immer gegengetreten. Ich muss den Putter dafür nehmen. Ja. Da fällt dir was an. Alter, Blockade. Barrikade, Blockade. Ich wollte irgendwie zu einem Wort machen. Eine Blachirochkade. Ja, oder man hätte streiken. Muss ein bisschen schief gelaufen. Die hängen nur ab. Den Streik, die hängen ja nur ab. Kommst du, David? Jusen läuft immer weiter. Ja, lass mich doch gucken. Für die Mutanten ist es Dry Age. Mhm. Gut abgehangen. Leute, kommt ihr oder? Hat genau das richtige Alter. 35 Jahre. Lecker Schmecker. Hier sind halt zwei Wege jetzt. Ich weiß nicht, wo lang. Oh, da stehen da, würde ich sagen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Jusen und Entscheidungen, eieiei. Dafür bin ich nicht hier. Ich bin nicht hier, um zu denken, ich bin hier, zum Lenken. Oh, Babys! Wie ich euch hasse! Ich bin so froh, kinderlos zu sein. Ich hasse euch. Okay, es geht wieder. Oh ja. Yeah. Aber man kann euch auch keine Kinder rein. Das ist ja eh schon. David? Ja, warte. David muss auch Therapie performen aussagen. Ich will nicht wissen, was in seinem Kopf hat geht, wenn er an zum Kindergarten vorbeiläuft, oder? Ey, ist das gleich schon, wenn ich irgendwelche Schulkinder in der Straße mal auf mich zur Arbeit höre? Da bin ich schon bedient für das nächste Jahr eigentlich. Das kommt öfter. Du bist so ein Arsch, David. Also, was hat er denn gemacht? Ist klar, dass das bei euch auch ein Nachteil ist, ne? Jetzt habe ich genau 69.000 Punkte noch. Super. Ich habe den Golfschläger schon ausgerüstet. Wegen was denn jetzt? Verstehe ich nicht. Du musst den Chat gucken. Hier geht's hoch und da... Hier ist Sackgasse. Ach so, aber hier sind Koffer, die wir aufmachen können. Oh, Munition, Alter, mal Munition? Hier ist noch ein PC.
Okay. So knackt man PC, Alex. Ja, hab ich gesehen. Hab ich mir abgeguckt. Alter, ist ein Hacker, wie du siehst. Ja. Ja, ein Zerhacker. Oh, Baby hinter dir. Ah, hallo, du kleines Scheißvieh. Weggepattet. Schön, dass du da bist. Lass uns doch mal kurz an den runden Tisch setzen. Kommen Sie noch zwei Babys? Was ist da? Zwei Babys. Oh, auch ein großer Kumpel. Boah, hab ich mir erschrocken. Ist mir den 4 ins Gesicht gesprungen. Alter, dauert das ewig. Jetzt ist er tot. Soll ich dir helfen, Pfeiler? Hier ist noch eins. Ja, na, ich brauch 5 Schläge oder so, um einen zu töten mit dem Teil. Anstatt nur einen. Also ich brauch nur 3, aber ich stark irgendwie nochmal 10 mal rauf, ich weiß auch nicht warum. Nee, darf man nur noch den Golfschläger benutzen. Sagt der Chat. Ist der einzige Weg, ja. Es gilt ja eigentlich nur für den Streamer, oder? Oh, da vorne sind Kumpels. Ja, na dann viel Spaß. Hinter euch kommt auch noch einer. Oh, einige mehr. Na los, Pfeiler, werf dich in den Kampf. Ich patte dich zu Tode. Dicker, aber Katana ist auch ein Nahkampf. Ja, aber ja, explizit ist ja nur Golfschläger erwünscht gerade. So, ey, der bringt mich um. Der zieht so wenig ab. Lass ihn machen, er schafft das schon. Vorher bricht der Golfschläger, Alter. Lass ihn noch ein Baby. Außer für die Babys ist es gut. Wenn du nur einmal ganz kurz drückst und machst halt diesen. Ah, der User, hör auf mich, die ganze Zeit. Mach da mit linkem Mausklick, Digga. Nee, da haut er drauf. Digga, ich hab auf das Baby gehauen, sorry, dass du im Strom bist. Dass du beschworen hast, du hast 3-mal auf mich draufgehauen. Das Ding war schon längst tot, du schlägst immer weiter. Na, war im Rage-Modus. Aber gut, du hast gerade nicht gesagt, dass du 5-mal mehr draufhauen. Einmal richtig ausholen eigentlich. Braucht man bloß ewig für. Das ist doch eins. Du hast dich bewegt. Ich hab's doch gesehen. Aber einmal gedrückt gehalten reicht auch. Pfeiler, dann halt dich doch im Hintergrund und leg da ein paar Golfbälle hin. Vielleicht kannst du die da ja hinschlagen. Der wird uns nicht einfach unter uns killen. Gar nicht, habe ich Golfbälle überhaupt noch bei? Er wird genau uns killen, glaub mal. Das ich habe Kiesel, aber ich wüsste nicht, wo die Golfbälle sind. Nee, hör mal doch, auf, oben links bei den Weinflaschen. Nee, theoretisch ist es denn auch keine Nahkampfwaffe mehr. Es ist der Fernkampf, theoretisch, meine lieben Freunde. Ja, aber es ist ja nur gesagt, dass er ein Golfschläger wird. Alter, hallo, mein Freund. Gute Frage, wo sind die Leute? Da bewegt sich doch noch. Oder konnten wir die nicht mitnehmen? Doch, ich hab sie mir eingesteckt. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir sie im Inventar drin hatten. Ich hab sie jetzt aber gerade eben auch nicht gesehen. Die sind unten rechts eigentlich, bei den Steinen, bei den Kieseln. Ist nochmal Muni drin? Ja, stimmt, unter den Kieseln, ja. Level kommst du? Unter den Kiesel. Also bei mir ist es... Ach doch, da! Ich hab gedacht, das wäre ein Kiesel. Ja, stimmt. Müssen wir hier runter, oder? Okay. Naja, wir müssen auch eigentlich einmal zurück. Einen Weg sind wir noch nicht gelaufen. Nee, hier ist die Seilbahn. Ah, die können wir runterfahren. Aber nee, das ist ja... Ja, gut. Aber es gab noch einen Weg, den wir nicht gelaufen sind. Lass den anderen Weg nehmen. Okay. Hier drüben war jetzt alles, oder nicht? Ich glaube, hier sind wir soweit durch. Guck nach geheimen Gängen. Eine Höhle hat noch einen geheimen Gang. Was ist denn ein geheimer Gang und wie sieht der aus? Ne, hier, wo wir so durch dieses Zeug hier durchgelaufen sind. Weißt du noch? Oh ja, okay. Dunkel. Oh, na, meine kleinen Freunde. Schön, dass ihr da seid. Alter, wo kommen die denn jetzt alle schon wieder her? Baby, weg! Baby weg! Du trittst sie einfach weg, okay? Bin ich gerade freundlich? Ich hatte sie bis in die Unendlichkeit. Mit dem Katana sie abzustarten, finde ich ein bisschen freundlicher. Hier waren wir, genau. Dann müssen wir noch weiter zurück. Ne, hier oben war. Ne, da waren wir ja schon. Ja, hier muss irgendwo gleich der andere kommen. Ja, genau, hier hinter irgendwo.
Wenn ich mich richtig entsinne. Dann müssen wir nach links eigentlich. Eigentlich ja, soweit wie gewiss. Hier hoch. Genau. Ja, genau. Oh, ich sehe den Sniper. Wo ist ein Dude in der Ecke? Und hier ist eine Kiste. Pfeile und Muni. Immerhin. Neben dem Dude lag da auch noch eine Kiste, oder? Ja, aber die kommen nicht durch. Ja. Radio. Hier kommen wir leider nicht durch. Oh, schade. Aber guck mal, da ist da die Zipline nicht vor mir. Ja, genau. Also man sieht sie da so ein kleines bisschen in dem hellen Streifen. Ja, wir müssen jetzt erst zur Zipline, alles gut. Okay. Ich dachte, hier wird es noch weitergehen, aber wir hätten erstmal hier reingehen. Ja, das weiß man halt nie, wenn sich der Weg gabelt, ne? Nee, den User hätte das wissen müssen. Finde ich auch. Ja. Finde ich nur fair, wenn er dafür vier Peitschen hier will. Alter, wollt ihr alle so findet, die seid echt die Besten beim Ostern, oder? Mann, hör doch mal auf, du Homo. Sapien. Mann, ich bin fast tot. Mann, was ist, wo war da ist der Sinn und die Freude hinter? Verstehe ich nicht. Ich bin abgerutscht. Lebt doch einfach ihnen C4 anrücken. Dann hast du die Freude, Jusen. Nein, ganz ehrlich, ich will mich nicht aufs Niveau herunterbegeben. Ich hab versucht wegzugucken. Hey, okay, ich muss mir ja nur kurz heilen und was essen, Alter. Das wäre nett, wenn du mich jetzt vielleicht nicht gerade allein lässt. Okay, lass mich alleine. Nee, ist okay, ist ein ganz tolles Spielkamerad. Extra zurückgerannt, ich hau dich gleich nochmal. Aber warum sagst du es nicht vorher? Wir sind schon losgelaufen und du sagst denn, was du möchtest. Dann statt zu sagen, Leute, ich will mich mal heim, bleib mal stehen. Ich stimmt, bei der Aussage, ich bin fast tot, heißt es ja, lass mal direkt weiter in den Kampf ziehen, ja. Das ist ich habe auch einfach weiter gespielt, obwohl ich nur noch ganz wenig Leben hatte. Okay, weiß ja nicht, jeder so verrückt wie du. Warum denn nicht? Wenn ich alle ein bisschen verrückt. Wenn die Welt ziemlich kaputt wäre. No risk, no fun. Ja, für jemand, der sagt, dass er kein Englisch kann, benutzt das ziemlich oft. Was? Quatsch. War doch eingedeutscht. Hör doch auf. Digga, das war Französisch. Was Englisch. Alle gute Frosse? Sollen wir hier weiter? Übrigens krabbelt euch weit hinterher und Peiler macht gerade versucht einzulochen. Der schafft das schon. Ich hoffe, er versucht nicht in ein Baby einzulochen. Er ist schon 3 über Paar. Und David? Haben wir David wieder verloren? Fuck. Und David wollte sich mal heilen. Hat er nur nicht gesehen. Mag David bitte zur Rezeption kommen? Hat er die andere schon gelaufen? Seine zwei Eltern. Na, Dicker, zur Seilrutsche, wo bist du denn hin? Hä, hier unten ging's doch noch weiter. Oder? Hä? Was, wo ging's weiter? Von hier sind die gekommen gerade, David. Von hier hinten. David kriegt die Höhenkrankheit, glaube ich. Ja, ist also alles gleich. Wisst ihr nicht, wie man da weiterkommt, wenn wir von da gekommen sind? Bist hier in die Ecke gelaufen? Hier ist nichts und. Ihr macht das schon. Ich habe keine Karte, ich kann mich nicht orientieren. Na super, ich habe auch keine Karte. Ja, wir können euch orientieren. Na, ist das unser Problem, Dog, oder deins? Erstens, ihr kennt mich, ich habe nie eine Orientierung. Und zweitens, willst du meine haben? Ich hab mal gehört, der Trick ist, sich eine Geschichte dazu zu erzählen. Dann erzähl mal eine Geschichte. Naja, du bist links lang gegangen, dann kam ein Auto, dann bist du nach rechts gegangen, geradeaus. Da kam so, kein Auto. Tolle Geschichte, du bist ein guter Geschichtenerzähler, merke ich. Ja, Mann. Also ich kann mir vorstellen, wenn du deinem Kind so eine Geschichte vorliest oder vorsagst, dass es gleich einschläft, glaube ich dir. Ja, das ist auch eine gute Nachtgeschichte. Es funktioniert auf jeden Fall. Okay, wir sind draußen. Es ist dunkel.
Ich glaube, wir waren auch schon in der Höhle. Ich glaube, da war nichts. Alter, die 10 Minuten sind jetzt auch rum. Deine Verantwortung. Aber ich werde trotzdem nur das Katana nehmen. Oh, achso, warte mal. Ich wollte. Ne, ich habe ja noch ein paar Punkte. Alle Sachen außer das Katana nehmen. Er darf einfach gar nichts mehr benutzen. Nur Fäuste. Und darf nur noch kriechen. Er darf sie mit Steinen beschmeißen. Ja, und dann nur gehockt laufen, ja, man, das wäre auch geil. Okay, so, wo sind wir jetzt reingegangen eigentlich? Bei der Höhle, die jetzt hier neben uns ist, oder? Ja, ja, ja. Okay. Also müssen wir hier unten zum Grünen, oder was? Genau, ich würde jetzt noch zum Grünen gehen und dann könnte man schauen, ob man nach Hause geht oder noch an dem Lilanen vorbeiläuft. Ja. Ich glaube, wir wollen nochmal an Lilanen vorbei, würde ich sagen. Oh, ein Purple. Ich bin Lil. Leute, könnt ihr ganz kurz warten? Ich will gerne was aus meiner Trinkflasche trinken. Ja. Der letzte Schluck. Aber ich habe noch. Ja, trink doch. Warum trinkst du nicht, du Wichser? Falsche Taste? Weil er hat einfach eine Hand gehalten. Und dann sagt er so, ja, was soll ich jetzt machen damit? Jusner hat halt einfach beide Hände voll zu tun. Da kann er nicht trinken. Verstehe ich nicht. Musst du auch nicht, ist in Ordnung. Alle fertig? Ein Insider. Aber nicht für dich, Jusner. Es geht nur um dich, aber du darfst das nicht wissen. Du Lupinus. Scheiße, du da im Walde. Ja. Was macht Akira eigentlich die ganze Zeit, wenn du da rumzockst? Sit-ups. Geil. Die hat schon eine Vorderpfote wie dein Oberschenkel. Ja, Mann, also leg dich nicht mit Akira an. Würde ich sowieso nicht, Alter. Das halbe Kalb. Also sie ist klein, aber sie springt halt so hoch, Alter. Das ist das Gruselige an ihr. Ich glaube, bevor wir uns in irgendeiner Form schlagen, sterbe ich an ihrem Speichel. Ja. Und du wirst mich schlagen. Du trinkst wie, drin, ne? Ja, Mann. Du wirst mich schlagen wie süß abgeschlappert, so, Alter. Zu Tode abgeschlappert. Ja, aber bis auf die Knochen runter. Oh nein, ich bin allergisch gegen Niedlichkeit. Und da kommt mein Hund. Oh, da kommt der Augenaufschlag. Mit Zunge. Ah, so wie du das magst. Ja, so ein bisschen wie Stitch hier bei Lilo und Stitch, ne, wo er sich mit der Zunge immer ins Auge leckt. Ja. So, ist eins, aber da schlafen wir. Nee, mach durch die Nacht. Dann musst du es in den Chat schreiben. Musst du jetzt Aufgabe machen. Nee, Aufgabe kostet 1000 Punkte, Jusen. Das ist super teuer. Echt mal. Super teuer. Das muss man sich erstmal hier zusammensparen vom Runde. Ja, ist ja nicht so, als würdest du die hinterbekommen. Dass man die kaufen könnte, nein, nein. Nein, nein, nein. Warum soll ich? Kann man nur sammeln. Das sind wie Pokémon, die kannst du nur sammeln. Ein bisschen was von allem. Kann schon reichen. Ne, das reicht schon. So, noch was trinken. Ja, das ist wirklich durstig eigentlich. Warte mal ganz kurz, Freunde. Ich muss jetzt auch mal schnell. Erstmal schlafen. Ja, lass mal noch kurz schlafen gehen. Bin noch etwas müde. Kriegst du 2 Zelte in den Chat. Viele Golfkarts, wo ist denn der Golfplatz? Ich glaube, es gibt gar keine Golfplatz, Digga. Hier. Das ist postapokalyptisch. Ich glaube nicht, dass es einen Golfplatz hier gibt. Und warum gibt es denn Golfbälle? Ja, das sind die 2 Zelte. Sehr schön, Alex. Ja, Golfbälle gibt es, weil die einfach schon existiert. So. Ich hänge in der Luft fast. Oh, jetzt. Man muss sich auch mal kurz entspannen können, mein Freund. Ist ja alles hier kein. Du musst nicht gleich niederknien, David. Ich bitte sie an, heiliger G. Ah, Peiler, passt schön auf die Jeeper Creeper auf, du. Wenn wir schon in Höhlen unterwegs sind, Alter. Genau. Oh.
Oh, das sieht aber mehr als nur eine Höhle aus hier. Eieieiei. Guck mal. Katana an der Wand. Katana. In der Wand. Okay. Hier ist wieder ein Druckerchen. Da hinten ist wieder ein langer Gang. Hier sind eine ganze Menge. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Hier sind eine ganze Menge Pfeile. Aber wie gesagt, Jusen, wir hatten schon öfters mal eine Höhle, die gleich war oder sowas. Ja, aber das verwirrt doch. Naja, aber wenn sie noch nicht mehr Inhalt haben im Spiel, was sollen sie denn machen? Denkt man so, Déjà-vu oder Schlaganfall, man muss sich entscheiden, das ist doch gruselig. Déjà-vu oder Schlaganfall. Okay. Ich würde gerne noch ein paar Pfeile. David, mach doch lieber noch mal ein paar Pfeile. Nicht, dass der jetzt so viel abfährt. Und du wunderst dich, warum du dauernd Lebenspunkte verlierst. Ja, weil... Wie so ein, keine Ahnung, tollwütiges Meerschweinchen. Tollwütiges Meerschweinchen? Ja, die sind mega gefährlich. Würde ich mich unterschätzen, Alter. Aber Eichhörnchen hätte ich ja nicht verstanden, aber Meerschweinchen? Wow, jetzt bist du auch noch rassistisch, oder? Ja, sind da Meerschweinchen? Die können auch ziemlich gefährlich sein, Alter. Warum geht das nicht? Akira bringt ihm regelmäßig welche. So eine tollwütige Eichhörnchen, du. Da kann ich deren Verhalten und das kommt ziemlich gut zu dir rüber. Leg mal ein C4 drauf und schmeiß es da hinten rein. Ich glaube, da hinten geht's raus oder so. Warum leuchtet es da so heftig? Rinje pattet in den Durchgang. Wir kommen wieder hier in so einen Untergrund wie beim letzten Mal. Also diese Dingsanlage, genau. Hier links, rechts geht's wieder raus. Hier ist zugeschüttet. Hier ist doch nichts. Ach nee, doch nicht. Nur eine Uhr. Ich glaube, kann aber. Nee, die Tür ist zu. Müsste ja sonst offen sein. Ja, vielleicht können wir die öffnen. Können wir, aber David ist noch nicht da. Bin auf dem Weg. Ja, guck mal, Dicker. Ich fliege. Das ist schwer. Das liegt an meinem Pyjama, weil ich so Bequemlichkeit bin. Weil ich so Bequemlichkeit bin. Gutes Deutsch, Alter. Ich gute Bequemlichkeit, ich schwöre. Die Luftdurchlässigkeit ist so gut, weißt du, wenn er vor ist, dann schwebt er. Ja, mein Aerodynamik. Okay. Hier ist ein Energy Drink. Eine Toilette. Das ist eher wie so ein Sportraum, aber ich höre da hinten schon irgendwas gluckern. Lecker. Ui, guck mal, der hat sich zu Tode gestrampelt. Ja, da kam ein bisschen Blut aus dem Arsch. Er konnte beim Kacken nicht mehr lang genug unterdrücken und dann ist er einfach gestorben. Oh, Bibis, wie ich mich freue. Katana. I need my Katana. Und so kann ich Bibis nicht zu doll weiter. Hütungsstellung. Seid ihr? Na, immer noch im Vorraum, Dicker. Nee, nicht hier. Ich meinte hier Ernie und Bert. Da. Wo ist Bert? Oh. Also bei David sind die Gegner. Oh, Kacke, bei mir sind Viecher. Ja, jetzt ist gesehen, oder? Ja, ich komme. Ach, David hat's schon unter Kontrolle. Aber irgendwas schreit hier noch so unnötig. Natürlich. Man muss ja erstmal töten. Ach, solche Kumpels sind das. Ich sehe aber nicht aus, als wenn ich hier öfter trainiert. Ist ja nicht böse gemeint. Oh, ich hab ihn geköpft. Hat aber auch verdient. So, wollen wir die kurz schlitzen? Dein letzter Go. Fangen wir hier an bei oder? Hier bei Peter, fangen wir an. Und go. So. Wo ist Josephine? Hier. Wo bist du? Ja. Wenn ihr da Arsch in die Luft. Wenn ihr da anfangt, die Viecher auseinanderzunehmen, sieht das aus wie der Anfang von einem schlechten Porno, Alter. Drei Typen stehen um so eine Kreatur drumherum. Oh, das ist dann, was du so für pornografische Darstellung konsumierst. Okay. Ah, Jusen ist ja noch harmlos im Gegensatz zu dem, was du guckst.
Vertretung. Jusen guckt nicht, er macht. Ja, stimmt, er dreht selber. Ey, sorry, dass ich halt das smart bin, so zwei Einhörner miteinander Spaß haben. Jeder hat seinen Fetisch. Zwei Einhörner? Stehst du auf Regenbögen, ja? Hier noch Leute? Na, die kommen immer im Hintergrund. Ab in den Po. Wo? Einhörner? Okay, da sehe ich gerade noch ein Vieh, dass ich mir jetzt was rein anlege. Ach, machst du schon. Lass mich blieben alleine. Na, dann lass mich mit dem Vieh. Jusen jetzt im Rucksack. Oh, da kommt noch einer. Für die Pumpgun bist du ein bisschen weit weg, oder Peiler? Naja, ich habe auch gerade nicht so gut getroffen. Davor hat einmal Jusen ihn getroffen oder so, oder David. Und da ist er zurückgezuckt, da habe ich voll daneben geschossen. Oder ja, vielleicht macht es auch einen Unterschied, weil ich noch was anderes in der Hand habe. Aber das weiß ich nicht. Hast du die normale oder die Slug-Muni drin? Oh, ist auch gut mal eine gute Frage. Er steckt rote unten rein, glaube ich. Oh, nicht die gelben. Schau. Ja, das ist die Slug, unten, oder? Wenn du nach unten. Nee, wenn du nach unten drückst, ist glaube ich eher. Alter, komm gucken. Mal her. Ja, Alter. Nach unten gucken und dann einmal R drücken, dann siehst du, welche Munition da reinpasst. Flintenmuni stand da gerade. Na, wenn du Flintenmuni drin hast, ist es die. Die normale. Oder nee, die Slug. Dann ist die Slug. Dann ist nur der Bolzen, der schießt. Und dann kannst du auch snipen. Sah aber gerade aus, als hätte es trotzdem gestreut beim Schießen. Ja, so hatte ich auch gedacht, dass die streut. Aber die hat ganz schön gestreut halt, ne? Also aus der Entfernung hast du halt quasi einmal drumrum geschossen. Eigentlich müssten wir hier mal ein Päuschen machen, oder? Den Rind setzen, Aufguss machen. Na klar, überall Leichenteile, das ist geil. Wäre cool, wenn man hier noch einen Bademantel finden würde, dann könnten wir alle im Bademantel rumrennen. Haben wir nicht einen Schlafanzug? Oh, guck mal, da ist ein Kumpel, aber der kommt nicht durch. Oh, da kommt er nicht durch, der Kumpel. Helf ihm doch mal, Jusen. Bin dabei. Gib ihm mal Hilfestellung. Zeig ihm doch mal, wie man durchkommt. Zeig ihm mal einen richtigen Hasen. Okay, der muss jetzt. Sorry. Ich hab Kopfschuss gegeben, nice. Jonne. Ja, Plural passt, weil ihr seid zu zweit. Okay, liegt aber auch nirgendwo groß was Besonderes drum. Aber den können wir schlachten, falls ihr Bock habt. Okay. Ja, außer ganz am Anfang, wo Jusen noch in die andere Richtung gelaufen ist, laufen wir jetzt hier weiter ins Hauptgebäude. Es fühlt sich jetzt alles langsam nach Ende an, Leute, was wir hier gerade machen. Meinst du? Ja, was soll noch kommen? Wir sind doch jetzt, glaube ich, einmal um die Map rum, oder? Ich sag mal so, es ist schon ein militärmäßiger Haus, wo er da rumhängt. Naja, ich glaube im oberen 10.000er Bereich, wenn überhaupt. Das ist ja nur so eine Art Warteraum, weißt du, was ich meine? Hier wohnt er nicht drin. Draußen klettern noch Viecher rum. Okay. Dürfen sie. Ja. Ist ja ein freies Land. Tja, eine Scheibe, ja. Ja, krasser Typ. Okay, hier ist Fahrstuhlmusik. Hast du den Raum eigentlich ganz am Anfang, in den du reingelaufen bist, Jusen, hast du den komplett durchlaufen oder bist du dann gleich zu uns gekommen? Das war nur ein leerer Poolraum. Also ich habe nur die eine Seite geguckt, die andere jetzt nicht so, aber da war nicht viel. Ja, man weiß ja nie, nicht, dass wir doch irgendwie was übersehen haben. Scheiße, ich bin angefangen. Da waren auch nur zwei Babys, also von daher. Also hier geht's auf jeden Fall weiter, aber lass erstmal die offene Tür nehmen, würde ich sagen. Aber hier ist auch nichts. Doch, da liegt, da chillt einer. Nee, Gitarre. Will ich die Gitarre. Mein, da ist ein Rockstar auf dem Boden. Oh, ein Brief liegt ja auch auf dem Boden. Okay, ich steck sie mir ein. Cool. Er spielt so.
Ja, yeah, man spielt sie zu Tode. Jawohl. Naja, wie ein richtiger Rockstar. Es war kein richtiges Konzert, wenn die Gitarre nicht zerschmettert wird. Dein Stream hängt gerade. Bei mir? Jetzt geht's weiter. Okay. Habe ich nicht mitbekommen gerade. Oh, hier lag noch ein Zettel. Habt ihr euch die Gitarre jetzt mitgenommen oder nicht? Nee, also ich kann sie nicht nehmen. Alter, warum ist denn hier so. Das ist ja auch nicht die, Digga, das ist die an der Bar. Die da vorne an der Bar liegt. Vielleicht war doch nur ein Problem bei mir, dass dein Stream hier hat. Kann ja sein. Ist noch einer, aber. Der die Gitarre da im Mund, oder was? Mhm. Ich dachte, die sollte ich auch nehmen. Nee. Die ich auf den Tresen. Ja, habe ich schon genommen. Wo ist denn die? Ja, ja, jetzt auf jeden Fall. Wenn ihr blind, die muss da eigentlich rechts irgendwo liegen. Als Schlagwaffe. Oh, hier hinten ist eine E-Mail noch. Da, nee, ist ganz links. Oh, Gästeschüsse-Karte liegt hier noch, Leute. In lila, ne? Ich bin lila. David, hast du das gehört? Ja, ich bin lila. Und weiter hinten war auch noch was. Bei der Tür in der Nähe. Wir haben eine Karte. Jetzt zeig Gitarre. Ich glaube hier, weil lag noch in der E-Mail oder so. Wo ich gerade stehe. Mhm. Eine E-Mail für dich. PS, ich liebe dich. Dann lassen wir erstmal durch die kleine Tür hier gehen, oder? Siehst du, es gibt hier einen Golfclub. Hank. Wusste ich doch. Von Mr. Goldstein. Beavis und Butthead, kommt ihr mal kurz? Das ist ein Goldstein. Das ist ja ein Deutscher, denn Goldstein? Das ist doch ein deutscher Nachname. Aber hier kommen wir nicht lang, leider. Vielleicht kommen wir später lang. Ich habe das auch verdeutscht, vielleicht ist es ja mal Goldstone. An auch sein. Hank, cool. Leute, hier ist eine Tür, wo wir mal rein können. Dann würde ich die große Tür am Eingang, am Anfang nehmen. Okay, hier ist ein Computerraum. Oh, wieder eine E-Mail. Nee, ein Testament. Pfeil. Tinte. Bin aber voll mit Tinte. Da hat er ordentlich Tinte auf dem Füller. Okay. Hier lag noch Shotgun-Muni neben den Weinflaschen. Oh, ich glaube, ich habe alles schon eingepackt. Ja, ich will. Oh. Weiter kommen wir da ja auch nicht. Gut, dann nehmen wir noch die andere Tür. Hier nicht durch? Sieht auch aus wie eine Tür. Springen wir mit voller Kanne gegen. Full Speed. Wenn das mal gehen würde. Oh, da ist ein Kumpel. Kriegt das mit der Gitarre zu tun. Gitarre. Oder so. Ja, man muss ja mal sowas ausprobieren hier. Mann, lass mir doch den Pfeil wenigstens, Freunde. Nö. Wenn du Pfeile willst, kannst du mich mal nicht fragen und dann überlege ich mir das. Alter, jetzt wird hier der Boxer ausgepackt. Das ist doch der Jahrhunderte. Das ist halt die Gitarre. Schade, dass das nicht ein cooleres Geräusch macht, wenn man mit der Gitarre zuhaut. Ja, ich hatte aber gehofft, dass man die spielen kann nochmal. Nur am Anfang hast du die kurz gespielt. Hier sind Gegner. Oh, ist der Arm abgeschossen, Jusen. Jo. Ja, Finger.
Meine Feine. Ratsch, ratsch. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Der mache ich auch noch schnell mit. Ich komme nicht ran. Okay, scheiß drauf. Dein Petersen auch noch, oder was? John Boy auch noch, ja. Petersen. Limpen. Okay, hier hinten ist noch ein Gang. Eine Handtasche. Das war da ist noch ein Gang. Aber da steht Exit, oder? Ja. Da sind doch viele Babys. Warte, ich versuche mal die Babys mit dem Kreuz so fern zu halten. Exorzist. Fort mit euch. Oh, okay, nee. Jetzt ist auf der Mega. Gut, Katana-Modus. Hallo, Freunde. Mann, Leute. Oh, ey. In einem engen Gang, und was macht Jusen, läuft ihn auch an mich ran und schlägt zu. Ja, logisch. Ja. Das ist der Jusen-Style. Danke, wenigstens einer rafft das. Wenn ich nicht dabei ist. Ja. Oh, also, ja, hier ist ganz eine Höhle, wie es aussieht hier. Müssen wir vielleicht doch erstmal den anderen Weg laufen. Gibt's noch einen anderen Weg? Welchen anderen Weg, Dicker? Welchen Weg anderen? Naja, hier kommen wir ja. Doch, hier kommen wir weiter. Den anderen Weg halt. Wenn du dich in den Raum davor umgeguckt hättest, wüsstest du, welchen Weg ich meine. Savi, wird kein leichter sein. Der wird. Kommst du auch mit oder nicht da? Achso. Schreit mich doch nicht an. Hier sind noch Babys. Ja, die sind halt tot. Nee, die springen hinterher, aber ich bringe sie mit. Das ist ein Kinoraum. Ich meine, ich bringe die toten Babys mit. Klingt auch schon wieder komisch. Geil, die Kettensäge, siehst du gut, das war ja nochmal Hersand. Hätte ich jetzt nicht aufgepasst, hätten wir die Kettensäge nicht gefunden. Das ist zwar bloß eine Mini-Kettensäge, aber das ist eine Kettensäge. Eine Akku-Kettensäge. Toller Film. Oder eine Solaranlage. Was für Solaranlage? Die Akkus auffüllen. Achso. Eigentlich bin ich auch ein Benzingenerator. Nur aus den ganzen Kohlekraft das Benzin rausholen. Na gut. Gab's jetzt eigentlich noch irgendeinen Weg? Bin gleich wieder da. Ne, da wo ja, wir gerade lang wollten. Außer den meine ich Jusen. Ja, das ist natürlich brillant hier, Alter. Ja, verarscht, verarscht. Hier ist noch eine Notiz auf dem Tisch. Eine Notice. Ich fast hops genau. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Ja, ja. Ich muss Fleisch aus dem Auto holen. Aus dem Auto fallen. Fleisch aus dem Auto holen. Da ist aus Versehen ein Marder in meiner Motorhaube gestorben. Ich muss mal Fleisch aus dem Auto holen. Ich habe ja noch Rippchen. Hier sind mir eindeutig zu viele Gänge, Leute. Wir laufen erst mit dir in der Erdika. Ja, du hast einen Plan. Zeichnet euch hier geht's wieder runter. Aber dann kommen wir nicht mehr hoch, glaube ich. Nee, erstmal den anderen Weg. Ausgang, ja. Uiuiuiuiuiui. Aber ich hab da irgendwas Millionärartiges hier sehen, wo wir wollen, wenn man da runter geht. Also. Ist nicht ein Gang. Aber auch nur Loot. Ja. Oh, geht's schon wieder nach links und rechts. Eieiei. Nee, hier kommen wir her. Ich laufe jetzt einfach alle Gänge durch. Jetzt laufen wir den gleichen Gang, wie wir gerade gelaufen sind. Ja, lauf im Kreis. Ja. Ich bin verwirrt. Ja, lauf nochmal im Kreis, okay. Ja, ich komm mit. Also wir kommen da bloß raus, wenn wir da runter gehen oder wir laufen zurück? Na, war zurück denn noch ein Gang? Nee. Ich glaube nicht.
Nee, wir müssen hier lang, oder? Ich hab auch keinen gesehen. Dann müssen wir da sind wir doch gekommen, Jusen. Stimmt. Ja, ja, wir sind von hier gekommen. Lauf mal zurück, dann siehst du's. Orientierungssinn wie, keine Ahnung, Regenwurm. Ja, dann obwohl, der hat vielleicht sogar einen guten Orientierungssinn. Der Weg so, ist lauf du vor, wir glauben dir. Klar, komm wieder her. War der erste Gang, den er genommen hat, war schon der richtige, wo er dann da runter misst. Jetzt willst du so vollends verwirren oder was? Jetzt gehst du noch einmal den Kreis. Na gut, rückwärts. Wir haben die Kettensäge bekommen, ja klar, jetzt dürfen wir rausgehen. Ja, tot. Falscher. An der Kettensäge gestorben. Bist du wohl gerne. Aber ich glaube, das ist die Höhle, wo wir einmal nicht hochkamen, wa? Wo wir ja. Hochgesprungen sind und so alles. Genau. Da sind wir jetzt wieder rausgekommen. Ne. Das war die Höhle. Die Höhle. Alter. Wo ihr hochgesprungen seid und nicht hochgekommen seid. Ich kann sich dran erinnern. Geil. Alter. Die Höhle hier jetzt nach oben kennen wir. Krass. Aber ist die Frage, ob wir den Punkt waren wir gerade. Jetzt ja, müssten wir eigentlich die lilanen Punkte mal machen. Ja, jetzt oder? Ist nur noch der eine lilane da. Aua. Lila, lila. Also denke ich zumindest. Bei der Batterie waren wir schon, der Rest waren wir schon. Da hinten sind wir gestrandet und da muss irgendwo unser Haus sein. Aber der Kumpel da unten lebt noch, ne? Ja, dann töte ihn doch. Nee, ich will wissen, ob er das mit Absicht gemacht hat. Töte ihn! Er hängt doch hier in der Wand fest. Kann nicht mehr schlagen, also ist er tot. Ein pässliches K.O. Jusen hat ihn so lange angestarrt, bis er kommt. Einfach aufgeben zu ihm. Es gibt ja eigentlich nur noch einen Lilanus. Zwei Lilane. Also zwei Lilane. Das siehst du aber, wenn du auf der Karte guckst. Ach, das ist ganz unten. Ich hab mein Taucheranzug. Warum habe ich meinen Taucheranzug an? Das sehe ich auch nicht. Also ich finde das immer gut, wenn du einen Taucheranzug anziehst. Ich denke mal, darum mit Lilan im Wasser zu machen, hätten wir eh den Taucheranzug gebraucht und den hatten wir ja vorher noch nicht. Stimmt. Hier sind Gräber, hier könnten wir buddeln. Ja, drei stimmt. Stück, eigentlich unsere Gräber. Oh. Ich gebe mal meins aus. Ich will das so denken. Dann nehme ich das hin. Ich glaube, da ist genau so ein pinker Pyjama drin, den ich auch anhabe. Ich hoffe, es ist super. Ich habe Draht und eine Dose gefunden. Super, voll im Fuß gepiekt. Ja, vielen Dank, Alter. Du wolltest erst mein Grab plündern. Dafür hast du mich im Fuß gepiekt. Könnte dich mit der Schaufel theoretisch auch köpfen. Ist ja scharf an der Seite. Ja. Das könnte ich auch anpupsen. Nö. Ah, die Schaufel hat ein Schaf an der Seite. Mhm. Du hast verloren. Deine Schaufel nicht? Nee. Meine hat geprüft. Ein Fußkuh? Warum hat das nicht geklappt? Genau, beim Grün waren wir jetzt gerade. Jetzt müssen wir zu dem wieder. Du bist zu tief gesprungen. Sie hat sich vollgesogen mit Wasser. Was für ein Scheiß. Geht wohl nur in ganz flachen Gewässern, oder was? Was denn? Ich glaube, du darfst einfach nicht springen, oder? Ich muss ja springen, um mich hinzusetzen. Er macht's ja nicht so. Wasser gehst du unter. Also, wenn es zu tief ist. Okay. Schade. Hab gedacht, ich kann abkürzen. Wo geht David jetzt hin? Na, zum Lilanen. Wozu denn hin? Na, zum Lilanen. Wo willst du denn hin? Na, zum Lilanen. Du willst also erst zu dem Lilanen, was da oben ist, ja? Also, ihr habt noch ein anderes Lilanen? Ja, das im Wasser. Von was rede ich denn die ganze Zeit? Achso, na, das im Wasser waren wir doch schon. Da war doch, da haben wir doch die fette Diegel bekommen. Ja, das war doch diese Rettungsboje. Ja, wir sind da schon einmal hingeschwommen. Stimmt. Ja? Ja, das war ja. Aber doch extra den, engsten Pass da ich mal gesucht und dann bist du doch einfach. Ach ja, stimmt, diese rote Rettungsbütchen, das kleine. Genau. Also mir wird nur noch eins angezeigt.
Mir halt nicht. Mir wird das im Wasser immer noch angezeigt. Ja, das bleibt doch angezeigt. Na, bei David wohl nicht. Nee, aber bei mir waren letztes Mal auch, obwohl wir da waren, noch beide angezeigt, aber jetzt sind sie mittlerweile weg. Aber es kann auch sein, dass es nur der Host sieht und ihr eventuell nochmal hinlaufen müsst. Ja, das kann sein. Ja. Aber wenn wir es haben, dann haben wir es. Also ich glaube da David. Eigentlich mussten wir uns merken, wo wir die Schotti und die Dings bekommen haben, weil da haben wir auch immer Muni bekommen. Und dann läuft man das immer ab und dann hast du wieder Muni für alle. David ist ja auch der Einzige als Host, der Munition aus dem Schrank nehmen kann. Hä, hey, ich hab genau. Aber bei der Hütte da unten waren wir schon, kriegen. Oder haben wir da mal ein Lager aufgeschlagen? Links. Bei der Hütte? Das ist unser Lager. Das war das, okay. Bevor wir rüber geschwommen sind. Und das da hinten ist auch ein kleines Lager, was wir aufgestellt haben, oder was? Hinten rechts, ja. Ja. Wir könnten nochmal beim Grün vorbeilaufen. Könnte ich mir nochmal Pfeile drucken und auf Toilette gehen? Müssten ja eh jetzt demnächst Feierabend machen. Naja, ist dann ja schon gleich 22 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, heben wir uns das Finale fürs nächste Mal auf. Ja, würde ich so auch sagen. Ab zur Base. Würde ich noch sagen, wenigstens, oder? Ich würde beim Grünen eigentlich schon Ende machen. Alter, ist so tief. Okay. Da sind wir sicher. Ehe wir zur Base laufen, ist ja wieder ein Stück weg vom Liedern. Ich komme nicht hoch. Also da hätte mich das jetzt nicht gewundert, wenn da ein Riffhai gewesen wäre. Hier wäre eigentlich gut, ein Lager drauf zu bauen, weil die Viecher ja nicht durch Wasser schwimmen können, der kleinen Insel. Na gut, das hätte ich sogar auch gelesen. Dass es hier einen Spot gibt, wo was komplett im Wasser ist. Wo man nicht rankommt. Hast du dran gedacht, einen Marker hier zu setzen? Nö, sieht man doch auf der Karte. Ich setze hier einen Marker. Hier wird ein Marker gesetzt. Hier wird ein markierender Marker gesetzt. Wieder eine Batterie? Wir machen das lila Kreuz. Also auf zu Pilerwald dahin oder was? Oder bleiben wir hier auf der Insel? Leute. Na, wir gehen zum Grün, hat doch David gesagt. Wir gehen zum Grün und machen das. Können da in den sicheren Bunker gehen und dann sind wir sicher. Keiner redet mit Jusen. Ja, ist immer so. Die Jusen hört einfach nicht zu. Das ist sowieso. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Das ist genauso wie in Valheim, wenn wir eine halbe bis dreiviertel Stunde in eine Richtung fahren und Jusen fragt so, ja, wo fahren wir eigentlich hin? Der Seefahrt eigentlich noch nie so gewesen. Das ist höchstens bei Landlaufen so gewesen. Aber Seefahrt, da war ich ein bisschen... Okay, wir sind die halbe Map durchquer so. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Was machen wir jetzt eigentlich? Aber Leute, wenn ihr 1000 Sachen auf einmal sagt, dann soll das ich da nicht durchblicke. 1000 Sachen? Oh, hat sein Hirn nicht verarbeiten. Ja, das ist eigentlich schlecht, dass Jusen aus der Schule raus ist. Das hätte dir besser getan, dein Leben lang in der Schule zu bleiben. So, jetzt haben wir hier noch in den Jusen hier das. Habt ihr auch mal mit, oder war es das erstmal für heute? Sorry, du hast einen pinken Pyjama an. Dich muss man einfach dissen, Digga. Finde ich sowas ziemlich diskriminierend, aber okay. Dann zieh den Pyjama aus. Jusen, du provozierst das mit deiner Anwesenheit. Das ist einfach so. Ah, ne, hier waren wir, glaube ich. Ah! Ah! Was der ich, hier unten war die Tür, wo wir den Arm reinmachen mussten. Ja, stimmt. Wir müssen aber wahrscheinlich, glaube ich, erstmal vorher zum Lila in Ebel. Naja, wir brauchen ja erst den Arm oder wenn wir unseren Arm drauf drücken, irgendwas bestimmt, was wir da anlegen müssen. Und dann kommen wir da unten bestimmt rein. Aber wir können hier drinnen pennen und speichern halt. Ja, können wir machen. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Bestimmt den Arm mit der Gitarre. Jetzt sieht so ein bisschen wie so eine Tür aus von Sauron aus Herr der Ringe. Na dann sprich Freund und tritt ein. Ja. Müssen wir mal gucken, können wir hier eine Plane drin bauen? Aber ich glaube, das war ja so, Mann.
Plane. Sollte eigentlich gehen, glaube ich. Ich glaube, bei The Forest 1 habe ich das mit Usen auch mal gemacht. Sieht doch gemütlich aus. Feier des Tages machen wir sogar 2 Hölzer. Boah. Ui. Dass man nicht so halb unter der Ecke pennt, sondern. Boah. Man kann sich aussuchen, auf welchem Stein man schläft. Mensch. Ach, scheiße. Krass, ey. Jude noch. Naja, dann machen wir für heute Feierabend, meine Lieben. Denn Alex ist schon müde. Wir spielen die Tage hier auf jeden Fall wieder weiter. Ich sag euch wieder auf Insta und Facebook Bescheid. Falls es, es wird Donnerstag werden. Ja. Also nicht morgen, sondern übermorgen. Und werden wir wieder um 19 Uhr weiterspielen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Nachgucken. Und wenn ihr Bock habt, haut gerne ein Follow raus, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also am Donnerstag um 19 Uhr spätestens. Tschüssi, schreibt der Schachschaulin im Chat. Das ist ja freundlich von dir, Alex. Oder? Ja. Sogar hervorgehoben. Ja, das sind 100 Kanalpunkte. Ey, wirklich? Ja. War teuer. Ja, ich küsse dir das Nüsschen, ist okay. Ja, na denn. Sagen wir bye bye. Tschüss. Hau rein. Ciao.